Hallo, herzlich willkommen, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute mit einem Thema, der konzentrische Bewegungsablauf exklusiv ausgeführt. Diese exklusive Ausführung, die sieht man in letzter Zeit etwas häufiger, dass sie häufiger praktiziert wird und die macht auch mal Sinn. Das heißt, das darf man gerne mit in sein Krafttraining einbauen. Aber wichtig ist, dass wenn man den konzentrischen Bewegungsablauf explosiv ausführt, dass natürlich das Ganze explosiv und kontrolliert ausgeführt wird. Explosiv kontrolliert heißt beim Bankdrücken schnelle explosive Bewegung, aber kontrolliert, nicht unkontrolliert. Das heißt, immer noch mit einer Zielmuskelspannung kontrolliert im konzentrischen Bewegungsablauf mit maximaler Intensität in den Bewegungsablauf der konzentrischen Phase eintreten. Dadurch spanne ich natürlich bei dieser Explosivität mehr Muskelfaserbündel an. Und dadurch habe ich einen höheren mechanischen Reiz an mehreren oder an mehr Muskelfaserbündeln. Und das führt natürlich im besten Falle, wenn alle anderen Parameter außenrum stimmen, zu einer erhöhten Muskelaufbaurate. Natürlich nicht von heute auf morgen, sondern wenn ich das etwas über längere Zeit praktiziere. Das heißt, ich kann zum Beispiel eben eine gewisse Zeit lang, 4, 6, 8 Wochen, alle konzentrischen Bewegungsabläufe hochexplosiv kontrolliert ausführen. Damit habe ich natürlich wieder einen ganz anderen Reiz an die Muskelfasern angesendet und dieser erhöhte Reiz führt natürlich im besten Falle, wie schon erwähnt, wenn die restlichen Parameter außenrum, wie Reizzeit, wie Ernährungsverhalten und so weiter, wenn die natürlich angepasst sind. Somit habe ich natürlich auch hier wieder einen Parameter, den man optimieren kann. Das war's schon, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, dein erfolgreicher Muskelaufbau, dein erfolgreiches Krafttraining, meine Aufgabe.